Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Schild. Ja, es schneit zwar nicht im echten Leben, zumindest bei uns nicht, aber hier in Silchester oder Kilchester oder wie auch immer man diese Stadt hier ausspricht, der Stadt mit der nächsten Arena oder Stadion, wie es ja in diesen Spielen hier heißt, eine Eisarena. Und zwar übrigens nur hier im Pokémon Schild. Im Pokémon Schwert hätte man hier jetzt eine Gesteinsarena, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen mal hinein. Oh, hopp wieder. Oh Mann, ich habe gerade eine Riesenbleite heimgefahren. Meine Strategie gegen Eis-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Ligakarte der Arenaleiter, gegen die ich gerade verloren habe. Noob. Wirf besser einen guten Blick darauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Ich muss mir derweil überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mehr Selbstvertrauen an die Sache rangehe. Mhm. Er hat den Feuerstarter, aber verliert in der Eisarena. Was ein Noob. Gut, aber wir haben was gelernt aus der letzten Arena gegen Papella. Es kann vermutlich nicht schaden, wenn wir uns mal die Liga-Karte wirklich angucken. Seit ihren 20ern ist Mel Arena-Leiterin. Sie ist als ausgezeichneter Coach bekannt. Ihre Trainingsmethoden sind jedoch überaus strikt. Als entsprechend hart und stoisch präsentiert sich folglich euer Kampfstil. Trainer, die ihre harte Schule überstehen, sind allesamt wahre Könner. Weshalb man zu Recht sagt, in Chester, werde die Spreu vom Weizen getrennt. Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich, ein Streit mit ihrem Sohn sei die Ursache für Mels beinharten Kampfstil. Okay. Ja, okay, gut. Mehr wird hier jetzt nicht angezeigt. Das ist, denke ich mal, jetzt nicht so tragisch. Wir werden es schon irgendwie deichseln. Eigentlich mache ich mir da wirklich keinerlei Sorgen um die Prüfung hier. Ich meine, wir haben eigentlich ganz gute Pokémon für diese... Was? Fallgruppendetektor? Wir haben, denke ich mal, eigentlich ganz gute Pokémon für eine Eisarena. Von daher mache ich mir da jetzt eigentlich nicht gar so große Gedanken drum. Ui. Nun denn, soll ich die Regeln der Arena-Mission von Chester erklären? Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgruben-Detektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wenn solch eine Fallgrube plumpst, wird zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du einer Fallgrube kommst. Dann viel Erfolg. Mit Vibration... Ah, okay. Okay, also recht lang. Ich gehe mal davon aus, dass man nur hier lang kann, wo dieser Trainer ist. Nom nom, okay, ein Käfer... Eis-Pokémon haben wir im letzten Part schon gesehen und auch selber gefangen. Und ja, ich habe schon herausgefunden, Legios ist anscheinend leider ein Pokémon, das sich nicht entwickeln kann. Also es bleibt als Legios. Von daher, ja,
Gute Frage, ob ich das im Team behalten werde oder nicht. Mann! Oh, Jörg ist klar. Okay, das wird doch witzig. Was? Alter! Die Arena ist aber übel fies. Ja, ne? Ah, und jetzt wird alles aufgedeckt. Interessant. Wer spricht da eigentlich? Na, ey, das hat doch gerade gar nicht ausgeschlagen die ganze Zeit. Ja, genau. Oh Mann. Oh Mann, die Arena wird noch nervig. Ich sehe sie jetzt schon. Wo soll ich denn hier lang? Wir haben, glaube ich, gleich alles ausprobiert, was geht, oder? Und natürlich, ja, ich habe hier halt auch keine Vibration. Kann man das einstellen? Irgendwo? Ah, stimmt, das hat man jetzt auch. Videosequenzen, Komfortsteuerung. Was ist Komfortsteuerung eigentlich? Achso, brauche ich nicht. Bewegungssteuerung, nein. Ich glaube, das muss man in den Konsoleneinstellungen machen. Nein! Ich will doch nur so diesen blöden Trainer da, meine Güte. Dankeschön, komm mir auch mal ein bisschen vorwärts. Wahnsinn. Austos, das war physisch stark, oder? Ich meine ja. Wir probieren es aber mal. Na gut, okay, es reicht trotzdem für einen Two-Shot. Jetzt erst recht. Jetzt doch erst recht. Ja gut, wenn ich zweimal Hausbruch einsetzt, kann ich auch nichts dafür, ne? Dass du drauf gehst, da kann ich dann auch nichts mehr für. Da bist du ja selbst dann schuld, liebe Leonie. Da bist du definitiv selber dann schuld. Mann, ich hasse diese Arena jetzt schon. Ja, genau. Okay, also ich glaube, man kann hier definitiv sagen, benutzt die Vibrationsfunktion der Controller. Ich glaube, das kann definitiv nicht schaden. Weil man sieht es ja bei mir, ich habe so meine Probleme hier überhaupt durchzukommen. Das war jetzt eigentlich ein Missblick. Eigentlich wollte ich auf Durchbruch gehen. Und nicht auf Überrempler. Weil ich glaube, Durchbruch hätte es sogar gekillt. Denke ich jetzt einfach mal. Und ja, ich würde mal vermuten, wir haben jetzt nur ein weiteres Feld, was noch mehr nerven wird. Aber solange man wenigstens nicht komplett wieder zurückgestuft wird, ist das ja noch in Ordnung.
Euer Scheiß ernst? Spiel, ich hasse dich jetzt schon. Ich hasse Mel! Mann! Ja, ich habe die Vibrationsfunktion halt ausgestellt, weil ich das nicht mag. Ja, klar. Diese blöde Vibration von den Controllern mag ich halt überhaupt nicht. Alter, wie viele Löcher gab's denn hier bitte? Was zur Hölle? Hier sieht man jetzt gar nichts mehr. Okay, Leute, ich glaube, ich schalte die Vibrationsfunktion mal kurz ein. Also, wir sehen uns gleich. Okay, ich habe sie jetzt an, aber es bringt mir auch nicht sehr viel. Da darf ich schon mal nicht entlang. Glaub hier lang. Warte mal, hier ist ein Feld, hier sind wir sicher. Und hier gibt es noch einen Kampf, okay. Ja gut, okay. Ich kann es definitiv sagen, wenn ihr sie automatisch ausgeschaltet habt, schaltet sie ein. Es kann definitiv nicht schaden. Denn ja, es kann doch ziemlich nervig sein, hier durchzukommen ohne diese Funktion. Ich merke es selber. Auch wenn dieses kleine, ja, Vibrieren hier doch ein bisschen, ja, komisch sich anfühlt in der Hand, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Wie gesagt, ich habe das immer ausgeschaltet. Und habe das entsprechend, ja, nie an. Selbst wenn es vom Spiel empfohlen wird wahrscheinlich, habe ich es noch nie angemacht. Auch bei Mario Odyssey damals habe ich es nicht angehabt und da gab es so ein paar Stellen, wo es doch vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Aber gut. Wir probieren es jetzt einfach mal. Weil so ein bisschen im Ausschlag sieht man es ja. Ja, das habe ich nämlich jetzt nicht mehr kommen sehen. Gut, da geht's nicht lang. Das ist so nervig hier. Oh Mann, man sieht ja echt gar nichts, ey, ne? Alter, der Controller rastet aus. Zum Glück wird man nicht so weit zurückgeschickt. Das ist schon mal positiv.
Oh Mann, okay, wir haben es geschafft. Wow. Was zur Hölle? Gut, wir hätten das damit endlich geschafft. Wir sind durch. Damit steht jetzt, denke ich mal, nur noch die Arena bevor, also der Arena-Kampf. Meine beiden Pokémon, der Haupt-Pokémon diesem Arena-Kampf werden Legios, Infernopod und eventuell auch noch der Kramor sein, wegen dem Stahltypen. Aber ich denke mal, mein Dynamax-Pokémon wird definitiv Infernopod sein. Weil es ist mein stärkstes Pokémon für diese, ja, Eisarenen. Ich bin Mel. Wie du dir sicher schon gedacht hast, befehle ich ein Team aus Eis-Pokémon. Du hast dir auf dem Weg zu mir ein paar blaue Flecken geholt, was? Tja, meine Fallgruben sind eben unberechenbar. Aber glaub ja nicht, dass du deshalb von mir das Schwungprogramm bekommst. Sobald ich dich erstmal eingefroren habe, gibt es keinen Kommen mehr. Was ich dann mit dir mache, fragst du? Tja, das wirst du schon sehen. Ich werde dich kaltblütig auf Eis legen. Das ist eben mein Stil. Klingt ja nett. Motineva, das ist die Weiterentwicklung von diesem Nom-Nom-Viech da. Wenn ich mich nicht täusche und ich sie ist auf Level 40. Okay, Two-Shot, ja gut, dass Hagelsturm kommen wird, war glaube ich abzusehen. Da hätte ich aber schon fast mit Rex Bleezer oder sowas gerechnet, ne? Weil halt, Hagelalarm. Damit verschwendet sie so gesehen keine eigene Runde für ihr Pokémon. Lampivian. Ach stimmt, das war hier ja vom Typen Eis. Also die Gala-Form von Lampivian ist Eis. Ja gut, also ich finde die normale Version irgendwie optisch besser. Aber, ja, sieht ein bisschen seltsam aus. Okay, es ist ein Schneemann geworden. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Schneemann aus Mario 64, oder? So ein bisschen schon. Hubuin, ja, da weiß ich glaube ich auch, was das war. Dieser sehr seltsam aussehende Pinguin. Genau, der Pinguin mit dem Eisklotz auf dem Kopf. Wo ich sagen muss, designtechnisch finde ich das jetzt nicht so schön, aber... Was? Tiefkühlkopf? Ah, okay. Ja, das ist ein defensiver Pinguin. Okay, und Hagel hört auf. Das ist doch wunderbar. Und sie holt direkt den Hagel wieder zurück. War ja klar. Lass mich raten, wir bekommen von ihr Hagelsturm. Was?
Sag mir nicht, das wirkt immer wegen Hagelsturm. Also im Hagel. Oder passiert das jede Runde? Das ist ja so... Ja, vielleicht sogar eine bessere Version von Bruch... Nee, wie hieß die Fähigkeit von... Nimigma? Auf jeden Fall, ja, etwas Ähnliches scheint das zu sein. Das gefällt mir gar nicht so gut. Aber Kobuin ist damit jetzt auch schon mal weg. Wunderbar. Und dann fehlt nur noch ihr... Oh, sie hat einen Lapras. Gut, dann kommt da eben Riffek. Selbst wenn es nur ein kleiner Splitter ist, Eis bleibt Eis, du wirst schon sehen. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass ihr Signature ein Lapras ist. Na gut, dann kommt eben... Riffek als deine Pokémon und nicht Infernoport. Gut, wenn sie es so will. Und ich merke, warum ich nicht die Vibrationsfunktion anlasse. Mein Controller spielt gerade verrückt. Dann mal los, Giga Dynamax, vergrab alles unter eisiger Kälte. Ja, gut. Lapras genauso wie bei Nio mit dem Gengar. Mal wieder ein Pokémon der ersten Generation, das ein bisschen befürwortet wird. Oh, ein Two-Shot. Und ein Elektrofeld. Ich weiß jetzt schon, dass ich nach diesem Video, nachdem das Video fertig ist, die Funktion hier des, die Vibrationsfunktion ausstellen werde. Es geht mir gerade so auf den Senkel, dass der Controller gerade so abspastet. Warum geht Lapras eigentlich in Flammen auf? Weil ich weiß auch nicht so ganz, hört man das vielleicht im Video, also ja, in der Aufnahme ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich will mich einfach in einem Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Das ist ja mal eine Überraschung, da ist richtig was auf dem Kasten. Dass ich verloren habe, ist natürlich frustrierend, aber ein Nachwuchstalent wie dich zu entdecken... Mach das wieder wett. Hier, nimm dir den Eisorden. Schön, wie er glitzert, oder? Damit haben wir etwas geschafft, was Hopp mit seinem... Ja, ich sag's mal lieber nicht. nicht geschafft hat. Hm, wie es wohl wäre, wenn du irgendwann als Champ meinem Sohn gegenüberstündest? Versprich mir, dass du ihn ordentlich in die Mangel nimmst, falls dieser Tag je kommen sollte. Und wer ist dein Sohn? Erfahren wir das noch oder nicht? Ja gut, die Uniform hat sich jetzt nicht so extrem unterschieden von, unserer eigenen Uniform. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant in Chichester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhaus Lecker Paul. Da gehen wir jetzt aber nicht automatisch hin. Nein, gut. Denn, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's mit Pokémon Schild für heute.
Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Video-Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann wohl mit Sania essen gehen werden. Warum auch nicht? Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.